Hallo und herzlich willkommen zu den WildX Collaboration Video Tutorials. In diesem Video schauen wir uns an, wie Sie einen Nutzerstatus wie Bitte nicht stören oder abwesend nicht nur für sich selbst, sondern auch für Ihre Kollegen einstellen können. Ein Anwendungsbeispiel dafür sind vergessliche Kollegen. Ihr Kollege ist in den Urlaub gefahren, hat aber vergessen, seinen Status auf abwesend zu ändern. Das Problem können Sie leicht beheben, aber denken Sie daran, dass dieses Feature standardmäßig deaktiviert ist. Die Möglichkeit, den Status eines anderen Nutzers zu bearbeiten, muss explizit in der ACL aktiviert werden. Wenn Sie Chef oder Abteilungsleiter sind, für den es möglich sein muss, den Präsenzstatus eines bestimmten Mitarbeiters einstellen zu können, klären Sie diese Einstellung mit Ihrem Systemadministrator. Wählen Sie den Benutzer im Kollegen- oder FN-Tastenmenü der Collaboration aus. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Nutzer und in der Liste unten auf Präsenz setzen. Hier können Sie nicht nur den Status eines anderen Nutzers auf Bitte nicht stören oder abwesend stellen, sondern auch die Statusnachricht bearbeiten oder Datum und Zeit einstellen, wann der Kollege wieder verfügbar sein sollte. Genauso, wie Sie es auch für sich selbst einstellen können. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.